Wir freuen uns jetzt gemeinsam auf einen weiteren Vortrag von Harald Welzer. Herr Welzer ist auch Psychologe, aber nicht Umweltpsychologe, sondern Sozialpsychologe und Soziologe. Hat sich viel mit dem Thema Klimawandel beschäftigt, hat etwas in dem Sozialwissenschaftlichen Institut in Essen zu tun mit der Klimakultur und wird heute zu uns sprechen zum Thema Möglichkeitsräume, die wir nutzen können sollten oder die wir eventuell auch erst noch entwickeln müssen, um Veränderungen zu schaffen. Nach dem Vortrag gibt es wie immer eine Diskussion, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich nehme an, der Vortrag von Herrn Welzer wird allerhand an Fragen aufwerfen, bei uns bestimmt und bei Ihnen und damit an Sie. Ja, hallo, vielen Dank für die Vorstellung und auch für die Einladung, hier so ein paar Gedanken zum Thema Möglichkeitsräume für Veränderung vorzutragen. Ich möchte das eigentlich vielleicht in drei Schritten machen. Und zwar zunächst mal ganz kurz was dazu sagen, wieso ich glaube, dass Veränderung absolut notwendig ist oder vielleicht sogar überlebensnotwendig ist. Dass ich ein paar Dinge darüber sagen möchte, weshalb ich glaube, dass unsere Gesellschaft oder der ganze Typ von Gesellschaften, wie wir sie haben, nicht zukunftsfähig ist und dass wir einiges an Überlegungen und Anstrengungen anstellen müssen, damit sie wieder zukunftsfähig wird. Dann werde ich im zweiten Teil ein paar Sätze dazu sagen, was bisher die Versuche gewesen sind, gegenzusteuern, Gesellschaft umzubauen, vielleicht auch andere Gedanken zu entwickeln und so weiter und dass das aber bislang nicht so sonderlich erfolgreich gewesen ist. Und dann komme ich endlich zu den Möglichkeitsräumen. Möglichkeitsräume sind ja eigentlich ein ganz schöner Begriff. Wir haben ja ansonsten eher immer die Rede davon, dass man mit den Realitäten umgehen muss und dass man realistisch sein muss und dass bestimmte politische Entscheidungen alternativlos sein und sonst was. Und da kann man sich bei solchen Begriffen ja immer fragen, wo ist denn dann die Möglichkeit? Und das Interessante an Menschen ist ja, dass sie nicht nur in einer Wirklichkeit leben, sondern immer auch in Möglichkeiten leben. Im Grunde genommen besteht ja die ganze menschliche Existenz im Entwerfen von Möglichkeiten, im Vorausdenken von Möglichkeiten und dann in dem Versuch, diese Möglichkeitsräume dann auch in der Wirklichkeit zu erschließen. Das ist ja sehr interessant. Und wir befinden uns aber, wenn Sie Politiker reden und politische Entscheidungen zur Kenntnis nehmen, dann ist man ja immer schon da, wo dann gesagt wird, das musste jetzt getan werden, es gab keine andere Möglichkeit, das war ein Sachzwang, diese Entscheidung war alternativlos und sonst was. Und vielleicht mal ganz zu Anfang vorausgeschickt, wir leben ja in einer demokratischen Gesellschaft. In einer der demokratischen Gesellschaften der Erde. Es sind ja nicht alle Gesellschaften demokratisch, aber gerade Demokratien zeichnen sich natürlich dadurch aus, dass sie im Grunde genommen Möglichkeiten folgen können. Sie sind eben genau nicht alternativlos. Eine politische Entscheidung in einer Demokratie kann gar nicht alternativlos sein, weil die Entscheidungsprozesse in Demokratien tatsächlich das Ausspielen einer Möglichkeit gegen eine andere oder gegen eine dritte ist. Das ist eigentlich der interessante Fall. Das heißt, in Demokratien bewegen wir uns eigentlich prinzipiell immer schon in Möglichkeitsräumen, in Möglichkeiten unterschiedlicher Art. Und es gibt natürlich Menschen mit unterschiedlichen Interessen und die sehen andere Möglichkeiten, die sie realisieren möchten. Und in diesem Wechselspiel findet eigentlich Demokratie statt und sie ist insofern immer ein beständiger Vorausentwurf nach vorne. Nun hört sich das unheimlich toll an und jeder von euch und von Ihnen wird sofort denken, ist ja in der Wirklichkeit überhaupt nicht der Fall. Und tatsächlich, das ist in der Wirklichkeit auch nicht der Fall. Sondern es werden in sehr kurzfristiger Perspektive und orientiert an unmittelbar gegebenen scheinbaren Anforderungen werden Entscheidungen gefällt. Und das große Problem besteht darin, dass diese Entscheidungen dann Möglichkeiten für 5, 10, 20, 40 oder 100 Jahre einschränken. Das ist das Problem, in dem wir uns im Moment befinden. Wenn man an Japan denkt, ja, an dieses, was heute hier schon sicherlich häufig angesprochen worden ist, dann haben wir es damit ja mit einem Ergebnis einer Politik und einem Wählen von Technologien zu tun, die Möglichkeitsräume für die Zukunft für viele Generationen radikal einschränkt. Es wird durch diese Form der Energienutzung
viel an Möglichkeit eröffnet, aber nur für die Gegenwart und nur für Industrieunternehmen, auch für private Verbraucher, die diese Menge von Energie brauchen, für die Möglichkeit, bestimmte Formen von Verkehr zu haben und bestimmte Formen von Komfort, Klimaanlagen und dergleichen. Dafür ist Kernenergie da, Möglichkeitsräume in der Gegenwart zu eröffnen. Aber Kernenergie ist natürlich eine Technologie, die Möglichkeitsräume für die Zukunft einschränkt. Sehr interessant. Und zwar nicht nur, wenn die Dinger hochgehen, wie es jetzt gerade der Fall ist, wo ja Folgen entstehen, die 1000 Jahre wirksam sein werden. Oder aber auch im Fall der Produktion von Atommüll. Wir haben, ich vergesse immer die Zahlen, ich glaube circa 400 Atomkraftwerke weltweit im Augenblick. Jedes von den Dingern produziert Atommüll und es gibt keine einzige Person auf der ganzen Welt, die wüsste, was man mit diesem Atommüll machen soll. Man weiß aber, dass der für Zehntausende von Jahren aktiv sein wird. Man hat Vorstellungen darüber, welche Art von Botschaften man auf diese Container schreibt, damit irgendein Archäologe des Jahres 6200, wenn er zufällig auf so ein Ding stößt, weiß, dass er am besten die Kiste nicht aufmacht, weil das dann immer noch hochgefährlich ist. Aber man muss sich mal überlegen, was das bedeutet, dass wir in der Gegenwart, wir Menschen, die jetzt gerade mal in einer Gegenwart leben, in einem Zeitfenster, vor 40.000 Jahren hat die Menschheitsentwicklung in unserem heutigen Sinne angefangen. Und wenn man Glück hat, geht sie vielleicht noch 40.000 Jahre weiter. Wir sind da in der Mitte, so ein kleines Häuflein in so einem kleinen Zeitfenster. Und wir erlauben uns, die Zukunft der nächsten 40.000 Jahre zu bestimmen und Möglichkeitsräume der nächsten 40.000 Jahre einzuschränken. Das ist unglaublich. Ja, nur damit eine Klimaanlage funktioniert, nur damit man diese ganze Komfortnummer hat, nur damit man pro Haushalt 5 Flatscreens betreiben kann und 2 Kühlschränke am besten und eine Gefriertruhe und einen Eierkocher und alle diese sinnlosen Sachen, die wir in unserer Kultur uns angewöhnt haben, zu brauchen oder glauben zu brauchen. Vieles von diesem ganzen Plunder braucht man ja in Wirklichkeit überhaupt nicht. Manches braucht man, aber es käme, um auch Möglichkeitsräume für die Zukunft wieder zu schaffen und zu erhalten, natürlich auch darauf an zu entscheiden, was man eigentlich überhaupt braucht. Im Sinne, ich glaube, man kann das gar nicht machen, wir können dahinter ja drüber diskutieren. Es gibt ja gar kein Recht für eine Gegenwartsgeneration, die Zukunft aller Nachkommenden einzuschränken. Das ist ja eigentlich völlig unmöglich, das kann man gar nicht machen. Das lässt sich weder aus der Sicht von Religionen begründen, noch aus der Philosophie, noch aus dem gesunden Menschenverstand, noch aus dem Verantwortungsgefühl heraus, was jeder Einzelne für sich hat. Geschweige denn, dass eigentlich Eltern oder Großeltern sich die Vorstellung zu eigen machen könnten, unsere Kinder sollen es mal schlechter haben als wir. So, das ist Japan, das ist die Nutzung von Kernenergie. Man muss nicht mal ein Jahr zurückdenken, wo ein strukturell genau gleicher Unfall passiert ist. Die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Auch etwas, was heute noch gar nicht beseitigt ist. Die Tatsache, dass irgendwas in den Zeitungen und in den Fernsehnachrichten nicht mehr auftaucht, heißt ja nicht, dass es nicht mehr da ist. Das ganze Öl, was dort wegen der Tiefbohrung von BP im Meer in das Meer geflossen ist, ist ja noch da. Es ist derselbe Typus von Katastrophe. Der erzeugt keine Radioaktivität. Er erzeugt Meeresverschmutzung auf Jahrzehnte hinaus, erzeugt Zerstörung von Lebensräumen. Warum? Weil unsere Gesellschaften Öl brauchen. Und zwar in ungeheuren Mengen brauchen die Öl. Moderne Gesellschaften hängen zu 80% an fossilen Energien. Es gibt überhaupt gar keine Situation, in der man sich befindet, wo diese 80% keine Rolle spielen. Wahrscheinlich ist auch dieses Mikrofon, die Lautsprecheranlage darüber betrieben, dass wir fossile Energien nutzen, um diesen Strom zu erzeugen. Genauso wie das Licht und Beleuchtung und diverse Geschichten. Hier stehen überall Laptops rum und sowas. Die werden ja mit Strom betrieben und dieser Strom kommt zu 80% aus fossilen Energien. Und wir haben ja das Problem, das ist ja mittlerweile bekannt, auch fossile Vorräte sind endlich, insbesondere das Öl ist endlich. Und es gibt diesen ominösen Punkt des Peak Oil, also der Punkt der höchsten Fördermenge, der höchsten Möglichkeit, das auszubeuten, die Ölvorräte. Und danach werden die Vorräte weniger und es wird immer weniger. Was machen
Gesellschaften wie die unsere, wie reagieren die da drauf? Sie versuchen nicht auf eine andere Form der Energienutzung oder des Energieverbrauchs oder eine Reduzierung des Energieverbrauchs umzusteuern, sondern sie versuchen, andere Quellen zu erschließen. Deshalb geht man in die Tiefsee, weil man dort noch Ölvorräte erwarten kann, die es ansonsten auf dem festen Land nicht mehr gibt. Und mit jedem Meter, den man tiefer geht, steigen die Risiken. Aber unsere Gesellschaften nehmen diese Risiken in Kauf. Sie nehmen sie an anderer Stelle auch dort in Kauf, wo man nicht mehr normale Ölquellen erschließt, sondern Öl versucht aus Schiefer zu gewinnen, wo die Umweltkosten allein durch den Gewinnungsprozess so hoch sind, dass Landschaften über Jahrzehnte hinaus komplett zerstört werden. Auch wieder Gegenwart. Wir brauchen den Stoff in der Gegenwart. Und wie bei einem Heroinabhängigen muss man sagen, unsere Gesellschaften wissen, dass das nicht zukunftsfähig ist. Das ist völlig unmöglich. Es ist ja nicht nur, dass diese Ressourcen erschöpft werden. Der Fall Japan und der Fall Golf von Mexiko und viele andere Fälle zeigen ja auch, dass wir im selben Zuge, wo wir diesen Stoff brauchen, einen gigantischen Schaden anrichten an der Welt. Ja, es ist ja auch nicht so, dass ein Junkie irgendwie nicht wüsste, dass er seinen Körper zerstört, indem er sich ständig einen Schuss setzt. Aber unsere Gesellschaften funktionieren wie Euloholiker-Gesellschaften, Junkie-Gesellschaften. Wir brauchen den Energieschuss, egal ob er etwas kaputt macht oder nicht, nur um in der Gegenwart zu funktionieren. Möglichkeitsräume für die Zukunft werden damit total radikal und gnadenlos zerstört. So. Ist jetzt kein besonders schöner Befund, um so einen sonnigen Nachmittag einzuleiten, aber ich glaube, darum geht's. Es heißt ja nicht, dass das so sein muss, dass man nur so weitermachen kann oder nur so über den Tag hinaus weiterleben kann. Das wollen bestimmte Leute so weitermachen, zum Beispiel die großen Energiekonzerne in diesem Land, aber auch viele private Akteure, weil man meint, das alles haben zu müssen. Ja? Wir haben, obwohl uns das alles so selbstverständlich erscheint mit den Flatscreens und den beheizten und gekühlten Räumen, je nachdem, und den ganzen Möglichkeiten, überall hinzufliegen, was übrigens immer nur fossile Energien kostet. Ja, jeder Flug nach Mallorca und so weiter ist fossile Energie. Man will das haben, man braucht das, man will ja ferne Länder sehen, also ein Zeugs. Das ist ja in einer geschichtlichen Perspektive total neu. Das gibt es ja erst seit ein paar Jahrzehnten. Das ist ja kein Normalzustand der Menschheitsentwicklung, dass man frei wählen kann, wo man lebt oder dass man frei wählen kann, wo man hinfährt oder dass man fünfmal im Jahr irgendwo hinfliegt oder dass man eben all diese Kühl- und Heiz- und Guck- und sonst was Gerätschaften hat. Das ist ja alles historisch extrem neu. Das ist kein natürlicher Zustand. Das ist gewachsen. In einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, insbesondere erst seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Industrialisierung findet im 19. Jahrhundert statt, aber der extreme Schub, der stattfindet, der findet erst nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Und in dieser Zeit bauen sich unsere Gesellschaften so radikal um. Und der besondere Clou besteht darin, warum sind die eigentlich so energiehungrig? Warum muss denn eigentlich immer noch ständig mehr Stoff in die Maschine eingefüllt werden? Warum eigentlich? Bedürfnisse sind doch befriedigt. In diesem Land hat doch jeder was zu essen, was zu trinken, kann irgendwo wohnen, kann auch einen Arzt aufsuchen, wenn er krank ist, kann kostenlos zur Schule gehen, all diese Dinge. Warum braucht man eigentlich immer mehr? Das ist ganz interessant. Ja? Weil man zum Beispiel für sich selber glaubt, man müsste mehr haben als jemand anderes, oder weil man glaubt, das eigene Glück würde höher werden, wenn man jetzt nicht einen Fernseher, sondern zwei hat. Oder für Leute, die schon ein etwas gesetzteres Alter erreicht haben, dass es nicht reicht, ein normales Auto zu fahren, sondern dann braucht man schon einen Porsche Cayenne mit 10 oder 12 Zylindern, Doppelturbo und 550 PS, um in Berlin eine Parklücke zu suchen. Das ist natürlich unglaublich intelligent und rational. Ja? Und daran merkt man ja schon an solchen Konzepten, das sind ja keine Bedürfnisse, die Menschen von Natur aus haben, sich in so eine Schüssel reinzusetzen und damit anzugeben. Das ist ja kein natürliches Bedürfnis. Ja? Das kommt ja von irgendwoher. Und woher kommt es? Es kommt eigentlich von einer Wirtschaft, die nur davon lebt, ständig pausenlos